Servus Leute und herzlich willkommen auf dem Rod Nation Kanal, weil ich ja im letzten Video drüber gesprochen habe, warum ich mir diese Karte eigentlich gekauft habe, dachte ich mir, mache ich heute mal den Gegensatz und erzähle, was mich aber an dieser Karte stört, die vielleicht nicht so toll sind, nicht immer nur das erzähle, was gut ist, sondern auch mal erzähle, was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, was ich gerne anders gehabt hätte. Dann fangen wir gerade mal bei einem ganz wichtigen Punkt an, den ich selber persönlich nicht wusste und ich hoffe, euch kann das ein bisschen weiterhelfen. Und zwar, die KTM besitzt ja einen Akku, was ja logisch ist, weil es ja eine Elektromaschine ist. Ja, aber die Maschine hat nicht nur einen Akku, sondern einen zweiten noch dazu, der dafür sorgt, dass diese Starten von diesem Motorrad, keine Ahnung, frag mich nicht, wieso das nicht mit dem einzelnen Akku funktioniert. Ja, man braucht einen zweiten Akku, um die Maschine zum Laufen zu bekommen. Wie ist mir das aufgefallen oder warum stört mich das? Ganz klarer Fall, ich habe, als ich die Maschine gekauft habe, weil es jetzt ja gerade kalt draußen ist, habe ich den Akku rausgenommen und ihn drinnen geladen. Was ich aber dann später erst erfahren habe, ist, dass wenn ich den Akku separat lade, den großen, der kleine nicht während der Fahrt oder sowas aufgeladen wird, sondern der muss, also ich muss den großen Akku verbaut lassen, ihn dann anstecken und so lädt die kleine Batterie zusätzlich. Und wenn die kleine Batterie nicht voll ist oder nicht genug Leistung hat, dann fährt das Motorrad keinen Meter. Ich habe leider schon die Erfahrung gehabt, dass die Batterie dann so leer war, dass ich nach Hause schieben musste. Das war gerade bei der allerersten Fahrt bei mir. Jawohl. Das war gerade bei meiner allerersten Fahrt und da ist es schon dazu gekommen, dass ich dann nach Hause schieben musste. War zum Glück nicht weit weg und das finde ich halt einfach ein Quatsch. Wieso gibt es eine zweite Batterie? Als ob das nicht mit einer Batterie alles zusammenhängen kann. Also das war schon wirklich sehr verrückt. Den Punkt müsst ihr auf jeden Fall beachten. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Elektromotorrädern so aussieht, aber das ist bei der KTM auf jeden Fall ein Minuspunkt, würde ich jetzt mal behaupten. Juhu! Alter, geil! Das geht ja so gut. So, zweiter Punkt, die Aufnahme der Batterie. Ich tue persönlich immer, gerade wenn es so kalt ist draußen, den Akku immer raus, wenn ich sie fertig aufgeladen habe, dass der Akku einfach im Warmen ist. Und die Aufnahme dieses Akkus, puh, das ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, wie gut das gelöst ist, aber das könnte ich mir vorstellen, wenn man da manchmal ein bisschen in einem falschen Winkel den Akku rauszieht, dass sich diese Stangen ein bisschen verbiegen können und irgendwann hast du dann das Problem, dass du dann einfach nicht mehr den Akku gescheit reinstecken kannst und dann diese ganze Platte oder diese ganze Aufnahme von der Batterie wechseln musst und das wird dann auf jeden Fall sicher kein günstiger Spaß sein. Kann ich mir vielleicht auch vorstellen, dass die Firma das extra gemacht hat, dass es irgendwas gibt, was an dem Motorrad manchmal repariert werden muss. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Hätte man ein bisschen besser lösen können, kann man drüber hinwegschauen, ist trotzdem ein, meiner Meinung nach, Minuspunkt. So, der dritte Punkt ist mir selber auch schon aufgefallen und deshalb tue ich vielleicht auch den Akku raus, weil wenn die Temperaturen draußen zu kalt sind, dann ist es für den Akku nicht gut und dann drosselt der Akku, bis er warm gelaufen ist sozusagen. Die Leistung ist an sich ja auch keine schlechte Sache, weil das Motorrad solltest du ja auch erstmal warm fahren. Dennoch ist es so, dass es mich ziemlich gewundert hat und ich dann, glaube ich, nur noch unter 80% Leistung hatte, ist an sich fürs normale Hierfahren sowieso nicht relevant, weil ich großteils ja eh nur mit Stufe 2 rumfahre. Aber dennoch sollte man das auf jeden Fall mal wissen, wenn es zu kalt ist, dass der Akku sich einfach drosselt. Ich weiß aber auch nicht, ob das bei anderen Maschinen genauso ist oder nicht. Jo, ich habe mich sowas von verfahren. Ich fahre grundsätzlich eigentlich eh großteils nur auf den Wegen, aber irgendeine falsche Abzweigung genommen. Ja, der Punkt Akkudrosselung kann ich auf der einen Seite verstehen, ist trotzdem natürlich aber ein Minuspunkt, deswegen, das bringt uns schon zum vierten Punkt. Der ist mir gerade jetzt aufgefallen, die Akkuanzeige, und die ist meiner Meinung nach ein bisschen ungenau. Man hat hier auf den Seiten drei Striche jeweils und dann nochmal einen unteren. Ich finde das ein bisschen ungenau. Das wäre, glaube ich, mit einer einfachen Prozentanzeige super einfach lösbar gewesen. Aber er zeigt jetzt hier unten zum Beispiel dann nur noch ein gelbes Licht an. Gelbes Licht, da müsste ich jetzt, ich schreibe es mal unten rein, wie viel Prozent es noch anzeigt. Und dann gibt es nochmal, glaube ich, ein rotes Licht.
und dann hast du unter 10%. Dann drosselt er auch die Leistung, kann ich aber auch verstehen. Auf der einen Seite gut, dass man vielleicht noch so gut wie es geht nach Hause kommt. Auf der anderen Seite schlecht, wenn man noch einen zweiten Akku zum Beispiel hätte. Einfach bis zum Schluss Vollgas fahren. Aber die Akkuanzeige ist an sich einfach, gefällt mir persönlich nicht so ganz gut. Ist zwar an sich schick gelöst, optisch geil, aber anzeigemäßig, ja, geht so. Da wäre so eine Prozentanzeige irgendwie hier so vorne, zum Beispiel hier oben ganz leicht, einfach zum Beispiel 81% oder was auch immer oder 13% Akku ist noch vorhanden. Das wäre, glaube ich, einfach lösbar gewesen. Kann man hinwegschauen, aber es sind halt alles so kleine Punkte. Die Punkte sind an sich ja auch alle nicht extrem, aber es sind halt Punkte, die mir persönlich halt aufgefallen sind, während ich gefahren bin, und dann dachte ich mir, vielleicht sollte das der eine oder andere wissen. Ja, mein letzter Punkt, das Lenkradschloss ist halt einfach nicht so komfortabel gelöst wie bei anderen Maschinen. An sich ist es zwar eine ganz gute Sache. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu blöd dafür bin oder ob es wirklich so ist. Aber wenn ich das Lenkradschloss drin habe, dann kann ich die Batterie nicht rausbauen. Und wenn es wirklich so ist und ich nicht einfach nur zu blöd bin dazu, dann ist es natürlich eine coole Sache, weil die Batterie, die wäre ja sonst super einfach zum Entfernen. Einfach 4 Schrauben lösen, rausziehen und dann hast du eine Batterie zusätzlich. Und wenn du das Lenkradschloss drin hast, dann ist, glaube ich, auch die Batterie gesichert. Ja, und das war so eine geile Lösung, dass ich jetzt gerade meinen Schlüssel abgebrochen habe. Ich wollte jetzt extra gerade nochmal probieren, nicht, dass ich irgendeinen Scheiß erzähle. Also es hat auf jeden Fall funktioniert, ich habe die Batterie nicht rausbekommen. Der Vorteil war aber, ich habe dafür meinen Schlüssel abgebrochen. Chillig, danke. Weil durch das Lenkradschloss, das hier an der Seite sitzt und ich dort den Schlüssel reinstecken muss, habe ich dann versucht, mein Moped wieder umzuschieben und habe einfach meinen Schlüssel abgebrochen. Nices Ding. Der größte Beschiss überhaupt, dort unten so einen Schlüssel zu machen. Aber jo, jetzt geht's weiter. Also ich habe es zum Beispiel dann nicht mehr rausbekommen und fand ich an sich dann eigentlich eine echt coole Lösung. Dennoch bin ich auf jeden Fall so happy mit dieser Maschine. Ja, das sind halt alles Punkte, die sind wirklich halt meckern auf hohem Niveau. An sich ist die Maschine wirklich genial und ich würde es ja auch nicht unbedingt mehr missen wollen. Falls ihr noch irgendwas wissen wollt über die Maschine, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Lasst vielleicht noch einen Akku da. Lasst vielleicht sonst noch ein Abo da, wenn ihr Bock habt auf weiteren Content. Ich lade eigentlich jeden Sonntag ein Video hoch und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.